Das ist Düsseldorf live, das ist der Stiftsplatz, der Lambertussaal. Herr Hummelsbeck leidet schon, weil wir hier nicht sehen können, was im Hintergrund dieses Saals passiert. Können Sie uns vielleicht beschreiben, was dort passiert, wenigstens? Wir haben die Vorhänge zugezogen. Wir haben die Vorhänge, ja, also an Tagen wie diesen mit dem wunderbaren Sonnenschein, es ist hier die Rheinuferpromenade. Ja, wunderschön. Früher einer der Hauptverkehrsstraßen, ist schon lange her, aber manch einer kennt es nicht und man hat einen wunderbaren Blick auf den Rhein, auf die gegenüberliegende linke Rheinseite, die schönere für viele, für mich auch. Für mich nicht. Es ist immer eine Frage, wo man wohnt in Düsseldorf. Ja. Ich schaue gerne auf die rechte Seite von meinem Wohnort. Aber sagen kann ich, es ist wunderschön, Sie müssen uns glauben. Und wir haben sogar ein bisschen Publikum hier. Kann ich das vielleicht mal hören? Das ist so ein ungewohntes Geräusch, das ging mit den Händen. Ja, und jetzt, aber Sie haben es auch wirklich jetzt auch ausgenutzt und auch wirklich genossen, ich habe das gemerkt. Reden wir übers Wohnen. Es ist unsere dritte Station, meine Damen und Herren. Wir waren bereits mit Minister Joachim Stamp, also dem Spitzenkandidaten der FDP in Köln. Auch diese Rheinseite, glaube ich. Ja, auch diese Rheinseite. Dann waren wir in Bielefeld mit dem Spitzenkandidaten der CDU, mit dem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Und das ist eben unsere dritte Station. Es ist Düsseldorf, auch mit einem prominenten Gast. Stelle ich gleich natürlich alle vor. Ich baue gerade noch die prächtige Brücke. Erstmal zum Thema. Worum geht's? Ja, wir haben in dieser Serie alle vier wesentlichen Kandidatinnen und Kandidaten der Landtagswahl am 15. Mai eingeladen. Eine von ihnen wird danach Ministerpräsident sein oder Ministerpräsidentin. Also ist es hier praktisch eine Art TV-Duell mit dem Unterschied, dass Sie hier nicht auf Ihre politischen Gegner stoßen, sondern auf eins der entscheidenden, vielleicht sogar dem entscheidenden Politikfeld, wenn wir mal Mobilität und Digitalisierung mit dazu nehmen. Es geht eben um das Wohnen und das Bauen. Es ist ein komplexes Thema und mittlerweile, wir sind ja schon ein bisschen auf NRW-Tournee, kenne ich auch zu jedem Argument, auch was ich nennen könnte, sofort das Gegenargument. Es gibt unglaublich viele Zuständigkeiten. Es ist sehr komplex und wenn es fast eine Lösung gibt, dann können immer noch die anderen schuld sein, dass sie sie nicht erkannt haben und die Zuständigkeiten etc. Aber wir haben ja gemeinsam ein Ziel. Klimaneutralität bis 2045 und im Wohnen heißt das zusätzlich und immer ja auch bezahlbar, würdevolles Wohnen als Grundrecht und das ist eine ganz schöne Balance, ein vielschichtiges Thema, was Sie ja professionell jeden Tag bearbeiten. Mein Respekt, reden wir drüber mit Profis. Herzlich willkommen erstmal unserem politischen Gast. Das ist die, Sie drehen sich sofort weg. Nein, das sind die. Das sind die Experten und Ehre, wem Ehre gebührt. Die Spitzenkandidatin der Grünen ist bei uns, Mona Neubauer. Herzlich willkommen, Frau Mona Neubauer. Guten Tag. Ihr Applaus. Dann ist ein Mann bei uns, der fühlen kann, wie Papst Franziskus sich sorgt um das Zitat gemeinsame Haus. Papst, Sie hören es schon, stellt seine Arbeit unter die Überschrift Bewahrung der Schöpfung. Es ist also ein kirchliches Wohnungsunternehmen der katholischen Kirche. Seine Arbeit ist aber durchaus weltlich, kann ich sagen, und zwar wirklich auch im weltlichsten Bereich, den man so bearbeiten kann, abgesehen von Klimasanierung. Sie arbeiten auch in Duisburg, stellen uns da auch ein spannendes Projekt vor. Herzlich willkommen dem Geschäftsführer Rheinwohnungsbau aus Düsseldorf. Er ist auch, das lese ich ab, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen in Düsseldorf und der Region. Das ist Thomas Hummelsbeck. Danke. Und natürlich wieder und immer an meiner Seite der Gastgeber. Heute, er führt den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen mit 480 Wohnungsunternehmen und Genossenschaften. Also jeder vierte Mensch, auf jeden Fall jeder fünfte Haushalt wohnt in einer seiner Wohnungen. Willkommen dem VDW-Verbandsdirektor Alexander Richter. So ein bisschen gemurmelt schon, also jede fünfte gehört zu einem seiner Mitgliedsunternehmen, also praktisch Ihnen hier im Publikum. Eine Frage steht hier über allem, die möchte ich eigentlich gar nicht direkt stellen. Am liebsten wäre es mir, wenn sie nach 45 Minuten beantwortet ist. Wie können wir zukunftsfähig, wie können wir klimaneutral grün werden? Wie stoppen wir Überregulierung? Wie verlieren wir die Bezahlbarkeit nicht aus dem Blick, die Menschenwürde? Ja, und mittendrin Thomas Hummelsbeck, der es einfach schon mal macht, der die beiden Themen schon mal verbindet.
Fangen wir an, Frau Neubauer, ganz sanft nähern wir uns mal. Was ist denn für Sie zukunftsfähiges Wohnen, grünes Wohnen auf dem Weg zu 2045? Das ist da wohnen können, wo man auch leben möchte. Und das hat vor allem die soziale Dimension. Also die Frage des bezahlbaren Wohnraums, finde ich, ist ganz, ganz, ganz im Mittel- und Vordergrund. Und das Ganze jetzt aber klimagerecht zu transformieren, ist die große Herausforderung. Wie kriegen wir es hin, dass eben die Bezahlbarkeit gewährleistet bleibt, sowohl in der Sanierung wie auch im Neubau, und wir trotzdem diesen schlafenden Riesen Gebäude wecken, Teil der Lösung zur Erfüllung des Pariser Klimaschutzabkommens zu werden. Wollen Sie da vielleicht schon mal so 2, 3 Punkte aus Ihrer Tüte nennen, die Sie da vorbereitet haben? Immerhin beschäftigen Sie sich ja auch ausführlicher mit diesem Thema in Ihrem Wahlprogramm. Das kann ich sehr gerne, und ich würde es sogar sehr gerne sehr tagesaktuell machen, weil wir diese Veranstaltung ja machen in einer Realität, die uns schmerzhaft vor Augen führt, seit dem 24. Februar und Putins Angriffskrieg, in welcher Erpressbarkeit wir uns befinden, auch in Nordrhein-Westfalen, über die starke Abhängigkeit zum Rohstofflieferanten Russland. Und heute hat der Wirtschaftsminister die Frühwarnstufe im Notfallplan Gas ausgerufen, was bedeutet, als Reaktion auf das, was Wladimir Putin in Russland betreibt, nämlich ein Vorhaben, ein Gesetz zu erlassen, das er nur noch akzeptiert, dass in Rubel bezahlt wird für die Rohstoffe, worauf sich aber die G7 Energie- und Wirtschaftsminister explizit verständigt haben, nicht einzugehen, bedeutet jetzt einfach, wir müssen alles dafür tun, so schnell wie möglich diese Unabhängigkeit herzustellen. Und natürlich ist die ganze Frage der Heizung, des Wärmesektors eine ganz entscheidende dabei. Ich glaube deswegen, dass wir mit denen, die große Einheiten bearbeiten können, mit zusätzlichen Förderprogrammen auf den Markt gehen müssen, damit die Heizungssysteme gewechselt werden, zum Beispiel in ihren Unternehmen, aber auch für die Kommunen in den Hallenbädern, in den öffentlichen Einrichtungen, in den Krankenhäusern. Also ich glaube, je schneller wir jetzt nach vorne laufen, desto besser. Der Faktor Zeit ist das, was die größte Herausforderung sein wird dabei. Aber klar ist, dass die Investitionszusage bei den Grünen auch bei schwieriger Wirtschaftslage bestehen bleibt, zu priorisieren in den Ausgaben und die klar so zuzuschneiden, dass sie den Klimazielen erstens dienen, also einen Klimacheck überstehen, und zweitens für den Wohnbereich bedeuten, sie müssen auch die Bezahlbarkeit als die andere Seite der Medaille des klimagerechten Wohnens mit erfüllen. Herr Richter, die Grünen können natürlich frei aufspielen, ne? können fordern, können Ideen entwickeln. Und ich glaube, bei so Themen wie Flächen nicht zu versiegeln oder energetisch sinnvoll bauen, auch bezahlbar, das sind ja alles Ideen, die Sie auch unterschreiben würden. Können Sie für uns mal den Realitätscheck machen? Was glauben Sie, ist das Herausfordernde an dieser Balance? Dass man versucht, diese verschiedenen, alle für sich ja berechtigten Interessen unter einen Hut bekommen. Sie haben das Thema Flächen angesprochen. Wir sind hier in der Wohnungswirtschaft Städte wie Düsseldorf, Schwarmstädte. So, die Menschen kommen hin, es ist eine lebenswerte Stadt mit einem tollen Kulturangebot, mit guten Arbeitsplätzen, mit einer spannenden Bildungslandschaft, und diese Stadt wird weiter wachsen. So, das heißt, Menschen werden hier hinkommen wollen, werden hier wohnen wollen. Und wenn ich zusätzlichen Wohnraum schaffen will, ja, ich kann aufstocken, ich kann nachverdichten, aber ich bin dann sehr schnell beim Flächenthema. Und da bin ich beim ersten Interessenskonflikt. Wir können auf der anderen Seite genauso nachvollziehen, und wir erleben ja alle diese warmen Sommer, dass ich aber auch irgendwo dazu beitragen muss, dass das Stadt nicht überhitzt. Das heißt, auch da muss ich Antworten finden. Wir haben heute ja, Prognosen bekommen für die voraussichtlichen Inflationszahlen. So, da werden Werte von 7% genannt. Da können viele der Menschen, auf die ich jetzt gerade schaue, nur müde drüber lächeln, wenn sie sich die Preissteigerungen angucken bei Betonstahl,
bei Bauholz, bei Bitumen, bei vielen anderen Derivaten, mit denen einfach aktuell gebaut werden muss. Da reden wir über teilweise 100% Preissteigerungen und mehr. So, und dann auf der anderen Seite wieder der Spagat, wie halten wir es bezahlbar? Wir sind sozial verantwortliche Wohnungswirtschaft. Ob kirchlich, ob genossenschaftlich, ob kommunal, ob industrieverbunden, ob gewerkschaftsverbunden, uns kommt es aufs bezahlbare Wohnen an. Aber diese Fäden zusammenzubinden, das wird aus unserer Sicht immer schwieriger. Und das ist der Ball, den wir an die Politik aktuell eben zurückspielen. Und das Thema Förderung klang ja gerade schon an. Da war der Einstieg in dieses Jahr mit den Entscheidungen der Bundesregierung zur Bundesförderung effiziente Gebäude nicht ganz so, wie wir uns das in der Wohnungswirtschaft vorgestellt haben. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ist vielleicht ein Thema, was auch Sie überrascht hat, Frau Neubauer. Zumindest habe ich Ihren Parteifreund Arndt Glocke so verstanden. Das kam plötzlich. Aber wir sprechen gleich nochmal darüber, was dort in diesen Förderbereichen KfW 55 auf 40 energetische Sanierung passiert ist. Ja, ich habe das Gefühl, die Wohnungswirtschaft würde diese Ziele auch alle unterschreiben. Ich glaube, sogar jeder, der Kinder hat, will nicht die Erde zerstören. Und ein Drittel der CO2-Emissionen kommt aus Wohnen und Bauen. Aber eben diese Balance, menschenwürdig zu leben, weiterhin nur, so war es ja mal, ein Drittel für Miete auszugeben in Düsseldorf, schon eine Herausforderung. Wie passt das für Sie zusammen? Geht das nur durch die Förderung von oben? Ich glaube, die Förderung von oben ist halt ein wesentlicher Baustein dafür. Herr Richter hat es ja gerade sehr eindrücklich ausgeführt, was für Herausforderungen auch die Wohnungswirtschaft natürlich treffen. In dem Rohstoffhunger, den es weltweit gibt, es ist einfach notwendig zu sagen, selbstverständlich, wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland sind angelegt, lange gehalten werden zu können. Und das bedeutet selbstverständlich, dass es auch in der Wohnungswirtschaft dazu kommen wird, dass es nicht günstiger wird, sondern dass die Sanktionen, wenn sie greifen, dazu führen werden, dass es noch knapper wird. Und deswegen sind die Investitionsunterstützungen von sozusagen aus Steuergeldern, muss man ja immer überlegen, wofür gibt man die eigentlich aus? Und deswegen ist es richtig, sie für was auszugeben, was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt so wichtig ist. Und was ehrlicherweise auch durch die Tatsache Ukraine-Krieg ja nochmal den Bedarf an Wohnraum ungleich erhöht. So viele Frauen mit Kindern fliehen vor Leid und Tod in der Ukraine. Und ich glaube, wir wollen doch gerne alle zusammen als Gesellschaft, dass wir das möglichst kurz halten können, dass die in Messegeländen auf Feldbetten leben müssen, sondern in einer klugen und guten Zusammenarbeit mit der so vielfältigen Wohnungswirtschaft da schnell Lösungen finden. Deswegen ist das eine zu investieren, das andere ist, die Ziele nicht aufzugeben. Um damit auch direkt was dazu zu sagen, dass es natürlich Sinn ergibt, sinnvolle Ziele zu haben und die auch anzuheben, wenn sie sich in Anführungszeichen überlebt haben. Ich verstehe die Kritik, die aus der Wohnungswirtschaft kam, am, ich glaube, 28. Januar muss es gewesen sein oder 23. Januar. Und ich glaube, es ist nachgebessert worden, aber trotzdem finde ich, und werden wir auch aus Nordrhein-Westfalen raus machen, das, was gerade für die Förderkulisse in Nordrhein-Westfalen damit auch in Schräglage geraten ist, können wir so nicht stehen lassen, sondern müssen wir uns darum kümmern, dass die ganzen Vorhaben gerade im Bestandsbereich trotzdem solide weiter ausfinanziert umgesetzt werden können. Mhm. Der Punkt Fläche und ist das das Einzige. Wir haben im Landtagswahlprogramm die Idee des Circular Valleys, eine Initiative von ganz unterschiedlichen Unternehmen zwischen Aachen und Emstetten, das, was da ist an Ideen und Kompetenzen in den Firmen, um sozusagen in diese Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Also Rohstoffe einmal zu entnehmen und dann aber im Kreislauf zu halten, das wirklich zu einer echten Marke für Nordrhein-Westfalen zu machen. Weil wir in der Flächenproblematik ja in Nordrhein-Westfalen auch genau diese harten Konkurrenzen am Niederrhein, in tatsächlich auch im Münsterland überall erleben, dass Teile der Landwirtschaft sagen, okay, wenn das hier so weitergeht, kann ich übrigens meinen Betrieb aufgeben, weil so wie die
Raumplanung vorgenommen wird, wird hier einfach Fläche für Rohstoff zur Verfügung gestellt, ohne dass wir davon profitieren als Gemeinde oder so. Also ich glaube, flächenschonend zu bauen und dafür die Ersten zu sein, die dafür die Technologie entwickeln, wo die Unternehmen selber ja auch der Verband in klugen Ideen und Konzeptpapieren nach vorne läuft, das auch zu unterstützen, zu sagen, wenn die öffentliche Hand baut, dann muss ein bestimmter Anteil von recycelten Baustoffen mit in den Baumaßnahmen drin sein und zwar klar definiert und ermöglichend für die, die es machen wollen. Und letzter Punkt, das werden wir nicht schaffen ohne technologische Innovation. Und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, als ich mit Herrn Buch von Vonovia über die Idee der seriellen Bauweise gesprochen habe. Und ich glaube, die Quantität auch in hoher Qualität herzustellen und dafür erstens technologische Fortschritte im Produzieren zu haben, aber auch die Genehmigungsverfahren entsprechend zu beschleunigen. Ja. Ja? Also zu sagen, wenn es einmal genehmigt ist, dann gilt es für alles. Das ist, glaube ich, notwendig. Mhm. Herr Hummelsbeck hat dann einfach schon mal angefangen. Sie haben die Stellschrauben sehr klar erkannt. Dazu kommen wir vielleicht gleich auch nochmal, dass Sie uns dieses Projekt vorstellen. Aber lassen Sie uns gerne mal sprechen über den Start der Reise, der sich ja dann doch etwas komplizierter, zumindest zeitaufwendiger gestaltete, als Sie das vermutlich dachten. Es ist unglaublich kompliziert, den eigenen CO2-Fußabdruck überhaupt erstmal zu ermitteln. Ja, also kompliziert würde ich das jetzt nicht umschreiben, sondern eher zeitaufwendig. Ne? Also es ist zunächst mal eine Fleißarbeit, indem man eine Fülle von Daten, die man benötigt, um seinen Footprint wirklich valide zu ermitteln, die zusammenzutragen. Und ich glaube, die wenigsten Unternehmen haben das alles wirklich wunderbar sortiert in einer Datenbank und sofort abrufbar. Sie haben fast ein Jahr gebraucht, ne? 8 Monate. Aber man muss dazu sagen, das Team, was da an der Arbeit war, haben ja ihren, ich sage mal, normalen Linienjob weitergeführt. Das war also on the top. Und dafür waren es gut 500 Stunden, die investiert wurden für etwas über mehr als 6.000 Wohnungen und 950 Gebäude. Ich finde, da waren wir so langsam gar nicht. Also ich weiß, dass andere noch gar nicht angefangen haben, deswegen sind wir schon mal fertig. Also insofern an der Stelle alles gut. Aber woher kam die Motivation? Die Motivation ist unsere DNA. Also wie Sie eben schon zu Eingang sagten, und das ist für uns auch keine Phrase, wir gehören zu den kirchlichen Wohnungsunternehmen und da haben wir per se gewisse Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. Und dazu gehört auch die Bewahrung der Schöpfung. Wir haben ja nicht gestern erst angefangen mit der Ermittlung des CO2-Fußabdrucks, uns für energetische Verbesserung unserer Gebäude zu interessieren, sondern wir waren hier in Düsseldorf das erste Unternehmen, welches eine anerkannte Solarsiedlung gebaut hat am Medienhafen und haben dann noch 3 folgen lassen. Also es war immer unser Anspruch, energetisch die bestmögliche Leistung abzuliefern, bis hin zu einem großen Passivhausprojekt, was wir im Übrigen nie mehr bauen würden, weil das gerade im Rahmen der Klimawandelproblematik im Sommer nahezu unbewohnbar ist. Also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon recht kuschelig warm. Wenn 6 Wochen 30 Grad plus herrschen, ist das kein Spaß, in so einem hochgedämmten Gebäude zu wohnen. Aber insgesamt betrachtet finde ich immer, man muss das alles mal ausprobiert haben, um mal mitreden zu können. Und ja, energetische Modernisierung und eine hohe CO2-Neutralität ist das, was wir definitiv anstreben, aber insbesondere im Bestand. Sie haben sich Duisburg ausgesucht von Ihren Beständen. Ja. Wie sind Sie dann eingestiegen in dieses Thema? Naja, also es fiel uns mehr oder weniger vor die Füße, weil es war im Unternehmen die Siedlung mit dem höchsten CO2-Verbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche mit gut 40 Kilogramm. Der Unternehmensschnitt liegt bei unter 24. Also war uns klar, wenn wir die 800 Wohnungen anpacken, haben wir einen ziemlich großen Hebel, um im ersten Step vielleicht schon mal so -20% auf die Unternehmensbilanz abliefern zu können und haben uns dann auf den Weg gemacht und waren da extrem schnell. Wenn 50% der Menschen hier im Land zur Miete wohnen, das ist, glaube ich, europaweit Spitze, und jeder 5. Mieterhaushalt in einer Wohnung innerhalb des Verbandes, dann haben Sie ja damit, wenn man so, schon mal so einen 10-prozentigen Sockel an glücklichen Wählerinnen und Wählern.
wenn Sie die jetzt hier glücklich stimmen. Die Frage ist aber, wie können wir das mit Ihren Ideen erreichen? Wir haben über Förderung gesprochen, gleichzeitig aber auch vielleicht ja, wenn wir gesamtgesellschaftlich denken, mal einen anderen Ansatz überlegen könnten. Ist vielleicht das, ist die Miete vielleicht gar nicht zu hoch am Ende unserer Ziele, die wir uns da setzen, sondern die Gehälter, die Löhne zu gering? Sind auch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber gefordert, da umzudenken und sich auf diesem Weg zu beteiligen? Oder würden Sie das alles über steuerliche Regelungen und Förderungen lösen wollen? Ich finde, ich will Ihnen mal ein Kompliment machen, weil Sie mit der Frage eine Ausnahme sind. Weil normalerweise gerade die Frage Klimaschutz und Soziales immer so miteinander verbunden werden, dass das Soziale eine Rolle spielt als ein Problem. Das ist ja alles, das wird ja dann so teuer, wenn Klimaschutzmaßnahmen diskutiert werden. Und genau das kann es ja nicht sein. Also die Frage von explodierenden Mieten in überhitzten Wohnungsmärkten wie Düsseldorf, Köln, Münster, Bielefeld, Aachen, you name it, ist ja nicht eine Folge von wir sanieren oder haben steigende Standards im Neubau, sondern Ergebnis eines überhitzten Wohnungsmarktes. Deswegen braucht es dafür, glaube ich, Regelwerke. Wir werden nicht die Mietpreisbremse oder den Mietendeckel, wie ein anderer Landesverband von uns einführen. Das ist deswegen nicht möglich, weil wir den gar nicht fordern. Weil wir als Grüne in Nordrhein-Westfalen um den Wert der vielfältigen Wohnungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen wissen, weil wir selber Teil von Landesregierungen waren, wo auch die Förderkulissen im Grundsatz so waren, wie sie jetzt auch sind, weil es dafür in Nordrhein-Westfalen eine gute Grundverständigung der demokratischen Parteien und Fraktionen gibt, dass das kein Thema ist, wo man sich richtig gegeneinander stellt. Trotzdem brauchen wir zum Beispiel über den qualitativen Mietspiegel Instrumente, mit denen wir einfach denen, die sich's Wohnen nicht mehr leisten können, wegen Mietpreisexplosionen unter die Arme greifen können, wo wir auch Regeln aufstellen können. Ich glaube, mit der Kappungsgrenzenverordnung ist da ja auch schon ein wesentlicher Punkt, der in NRW auch schon eine Entlastung bringt für die Betroffenen. Aber richtig ist, dass wir uns, glaube ich, nicht dahin entwickeln sollten zu sagen, ja, ist zwar super, dass Sie für meine Sicherheit sorgen in Köln, junge Frau als Polizistin, aber zum Wohnen müssten Sie dann halt nach, sagen Sie Gummersbach fahren. Sagen Sie es lieber nicht. Gummersbach. Liebe Grüße nach Gummersbach, eine wunderschöne Stadt. Gummersbach ist toll, ich war in Gummersbach. Ja. Es geht gar nicht darum, dass Gummersbach nicht toll ist, sondern dass wir genau dafür sorgen müssen, dass man die sozialen Probleme an der Stelle bearbeitet und beantwortet, wo man sie beantworten und bearbeiten kann, wenn es um Gehalt geht. Mhm. Und ja, der Mindestlohn von 12 Euro ist da eine richtige und wichtige Verständigung in der Ampelkoalition. Aber ich will auch sagen, dass wir vielleicht auch dafür sorgen müssen, wie kriegen wir eigentlich in Nordrhein-Westfalen unseren Beitrag dazu geleistet, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sich auch widerspiegelt durch attraktive, ansprechende, vitale Regionen. Mhm. Dass wir sozusagen den Zuzug in die Großstädte auch darüber versuchen abzumildern, weil natürlich jede und jeder das Recht hat, dahin zu ziehen, wo man gerne will. Aber wenn ich keinen Arzt mehr habe in meinem Mittelzentrum, wenn das Kino zugemacht hat und die Restaurants Burger King, McDonald's und Subway heißen, dann ist es ja nachvollziehbar, dass gerade junge Menschen sagen, sorry, not sorry, ich bin hier weg. Mhm. Ich will dahin, wo das Leben tobt. So. Also sozial bedeutet auch Infrastrukturen, auch für die nicht so dicht besiedelten Regionen klug, für die Zukunft auszustatten. Ist auch Ihr Thema, ne? Mehr Gummersbach-Wagen im Grunde. Mehr Brilon-Wagen. Ich habe es heute Morgen noch. Heute Morgen war der Startschuss für den regionale Sommer 2022. In diesem Jahr ja in Ostwestfalen-Lippe unter dem Motto Urban Land. Also wie machen wir Ostwestfalen-Lippe urban? Das eine ist es, Universitäten anzusiedeln, Laboratorien, Begegnungsorte, wo junge Menschen forschen können, wo aus den Hochschulen was entsteht. Aber der nächste Schritt ist, wie hält man die Menschen da? Wir haben da eine starke Arbeitgeberstruktur und ja, in der Tat, und
einer der Kollegen, weil er noch vorher in Espelkamp tätig war, ist auch heute mit hier im Raum, ist eins der Projekte, die da laufen, wo auch Wohnungswirtschaft dazu beitragen kann, in der Tat, dass wir nicht nur Schwarmstädte haben. Ich war kürzlich auch in der lippischen Toskana in Warburg. Und, das war mir neu. Ich finde das ganz schön, weil ich wirklich die Landschaft wunderbar und toll finde und mich auch frage, warum kriegen wir das nicht so gut hin, wie andere Bundesländer der Republik zu sagen, come to lippische Toskana, Tourismus, war also wirklich toll. So, und jedenfalls gibt es in Warburg ein ganz tolles Wohnprojekt, auch von der kirchlichen Wohnungsgesellschaft, die einen neuen Stadtteil planen, der die Barrierefreiheit in dem Wohnraum, also wir reden von Warburg, ne, das ist nicht Köln-Ehrenfeld, aber das ist ein wahnsinnig modern geplantes Barrierefreiheit, Digitalisierung, Vernetzung von Verkehrsträgern und Klimaziele, also quasi autarkes Wohnen in der Planung in sich trägt. Riesen, super Sache, weil das genau das ist, dass wenn da jetzt auch noch klug die Kitas stimmen, die Schulplätze da sind, ist es ein guter Grund, nach Warburg zu ziehen oder zumindest nicht da wegzuziehen. Wir hören, und Sie haben ihn gerade schon selbst angesprochen, mal den Vorstandsvorsitzenden der Vonovia, Rolf Buch, der im Grunde auch Ihrer Meinung ist, also Ihre Ziele verfolgt, aber natürlich für seine Bestände nochmal ganz andere Förderungsvolumina benötigt. Rolf Buch, bitteschön. Die Energiewende wird ohne die Betrachtung von Quartieren nicht funktionieren. Wir haben uns einen verbindlichen Klimapfad aufgelegt, in dem wir unsere Gebäude bis 2045 klimaneutral gestalten werden. Und da spielen die Quartiere eine wesentliche Rolle. Aber das energetische Sanieren der Gebäudehüllen ist wichtig, aber es reicht nicht aus, um den Gebäudebestand klimaneutral zu bekommen. Wir müssen die Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen. Und das testen wir hier in Bochum, in Bochum-Waldmar. Hier haben wir eine Zentrale aufgebaut, wo wir versuchen werden und auch beweisen werden, dass man die Häuser elektrifizieren kann, dass man die verbleibende Energie mit Strom produzieren kann, mit Photovoltaikanlagen, wenn wir es richtig machen und wenn wir speichern. Dafür ist es notwendig, dass wir die Sektorkopplung ernst nehmen, dass wir Heizwärme und Strom zusammendenken. Deswegen meine Forderung, lassen Sie solche Zentralen zu, schaffen Sie die Planungssicherheit und auch die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, dass so etwas möglich ist. Wir müssen Strom und Wärme zusammen denken. Und wir brauchen innovative Verfahren und Technologien, damit wir auch zum Beispiel grünen Wasserstoff zumindest als Speicher nutzen können. Und wir müssen die Menschen mitnehmen auf dem Weg hin zu einem erneuerbaren, CO2-freien Quartier. Frau Neubauer. Also vielleicht Herr Rummelsbeck, wenn Sie direkt eine körpersprachliche Reaktion zeigen, bin ich sofort bei Ihnen. Ja, also sehr gerne. Nun, Herr Buch spaltet auch unsere Branche durchaus mit seinem Unternehmen, wobei man richtigerweise feststellen muss, dass die Vonovia inzwischen auch auf dem Weg ist, sich deutlich gemeinwohlorientierter zu verhalten, was alle Kolleginnen und Kollegen sehr gerne sehen. Ich kann das absolut zu 100% unterschreiben, weil das ist genau das, was wir auch so sehen, dass sektorengekoppelte Vorgehen im Quartier Strom erzeugen, dort, wo er gebraucht wird, wo er verbraucht wird, wo er zur Wärmeerzeugung dient, wo sie Mieter mit günstigem Strom etwas glücklicher machen können, die E-Mobilität unterstützen. All das ist, was wir in den 800 Wohnungen in Duisburg machen werden, in einem schwierigen Marktumfeld, was die Vermietungskonditionen angeht, aber es geht, aber es ist, der Weg ist extrem holprig, weil auch zu viele Fesseln noch angelegt sind. Wir hoffen, dass die gelöst werden und ich nutze jetzt meine Gelegenheit. Ich diskutiere mit ganz vielen Ihrer Parteifreunde über das Thema, welche energetischen Standards brauchen wir noch im Bestand? Wir haben in Duisburg angefangen mit dem BEG 100 Standard und sind in der CO2-Bilanz auf 6 Kilogramm gekommen von 40. Wir haben dann noch eine Schippe draufgelegt. Mit vertretbarem Aufwand sind wir in den BEG 70 EE-Standard gekommen.
und sind dann bei minus 2. Was ich Ihnen damit auf den Weg geben will, lassen Sie die Finger beim Bestand von KfW 55 als Maß aller Dinge. Das funktioniert nicht, das hält keiner von uns durch. Dann geht die Sanierungsquote von 1 noch weiter runter, sondern da muss man wirklich, es muss CO2-technisch gedacht werden. Der Primärenergiefaktor war gestern, die CO2-Bilanz ist heute. Wir müssen von der Seite her denken. Deswegen bin ich froh, dass Herr Buch als der Branchenprimus da wirklich ein klares Statement gibt, denn das ist der Weg, wo wir hingehen müssen. Und da bitte ich wirklich, ich habe da viele ideologische Diskussionen mit einigen Parteivertretern geführt, die immer noch gerne das Passivhaus mit der Wärmepumpe mit allem Zip und Zap haben wollen. Erstens nicht bezahlbar und zweitens völlig sinnlos. Bitte schön, Sie können natürlich gern sofort retournieren. Das wird Sie jetzt überraschen, aber ich kann dem viel abgewinnen. So, weil ich mir viele Gebäude angeguckt habe, Sie haben das Passivhaus erwähnt, wo am Ende, gerade wenn es in einem Mehrfamilienhaus umgesetzt ist und Mieterinnen und Mieter drin sind, sozusagen die Userinnen der Wohneinheiten, das ganze Konzept halt auch einfach nicht funktionieren lassen, weil sie einfach leben in ihren Wohnungen und halt bei einem gekippten Badefenster leben. Punkt. Und dann kippt aber sozusagen das ganze System. Also Faktor Zeit, ich habe es vorher gesagt, ist das Wesentliche für die Unabhängigkeit von Rohstoffen zu werden. Und der Faktor Zeit muss bedeuten, dass wir in Abwägungsprozessen auf das Ergebnis gucken und das Ergebnis erreichen. Und das ist die Klimaneutralität auch durch Sanierung. Logischerweise, weil das die große Herausforderung ist. Und dass wir auf dem Weg dahin Pragmatismus anwenden. Und das bedeutet, und jetzt komme ich zu Herrn Buch, ich hatte das Vergnügen, das auch mir anzugucken in Bochum. Und ich muss schon sagen, das ist doch erstaunlich, ne, dass Vonovia eigentlich uns allen zeigt, übrigens, im Kapitalmarkt hat sich auch richtig was geändert, weil eine Vonovia AG jetzt solche Projekte umsetzt. Das bedeutet, dass seine Kapitalgeber, seine Aktionärinnen und Aktionäre sagen, gibt jetzt ein paar Indikatoren, die sind jetzt wichtig. Deswegen richte die Investition nach folgenden Kriterien aus. Und was er macht, ist wirklich sehr, sehr gut, weil er als Unternehmen selbstwirksam wird, weil er eine gute Lösung macht, die er als Vonovia auch machen kann. Das bei aller Wertschätzung für die Reinwohnungsbau, aber das könnten sie gar nicht, weil sie die investiven Mittel dafür nicht so locker machen können. Also sie würden es auch schaffen, weil sie ein sehr, sehr guter Chef sind. Aber uiuiui. Ja, wir Düsseldorfer, auch wenn er linksrheinisch ist, das ist aber nicht so. In dem Moment wird Vonovia einer unternehmerischen Verantwortung gerecht und kann diesen First-Mover-Moment auch dann für den Rest der Wohnungswirtschaft mit zur Verfügung stellen. Also die können jetzt über einen Piloten sagen, und hier könnt ihr es euch abgucken, und so hat es bei uns funktioniert. Und der ganz wesentliche Teil, das im Bestand hinzukriegen und ehrlicherweise eine Konkurrenz aufzumachen mit den Stadtwerken. Ne? Also darum geht es ja auch in dem Quartier. Ja. Wenn Strom und Wärme plötzlich nicht mehr ein Geschäftsfeld für die Stadtwerke sind, entstehen da Konkurrenzen. Ich will, dass wir unsere Stadtwerke als die Daseinsvorsorge betreiben, die Teil einer Lösung hin zur Klimaneutralität auch werden können, die nah am Kunden und nah an der Kundin sind, zumindest wenn es um die Netze geht. Beim Stromhandel ist das ja längst alles liberalisiert. Ich finde, wir brauchen eine Allianz aus Wohnungswirtschaft, Stadtwerken und Politik, die genau solche Projekte sich anguckt. Und wie organisieren wir das jetzt in der Umsetzung, dass wir alle ein Stück vom Kuchen abkriegen, weil es genau das richtig ist, dass dezentrale, wohnortnahe Produzieren, unabhängig von irgendwelchen Zulieferungen, ist das, was gerade gesellschaftlich aus los ist. Ich komme zum Schluss. Ja. Diese erneuerbaren Energien und Nordrhein-Westfalen, ne? Wir stehen da nicht so gut da.
Das hat damit zu tun, dass wir uns ganz lange definiert haben über die Frage der fossilen Energieerzeugung in den Kohlekraftwerken. So. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir das, was jetzt gerade los ist, nämlich das Unternehmen, mich anrufen und sagen, Frau Nauer, können Sie jetzt irgendwie, wie lange dauert das noch, bis da jetzt der Herr Habeck, der hat doch gesagt, es kommt Ostern, es ist noch nicht Ostern, wir brauchen jetzt im Bund endlich. Also, es gibt eine Bereitschaft in Unternehmen und in Privatpersonen, Teil der Lösung zu werden. Die wollen die Sachen verbauen. Die wollen Photovoltaik auf dem Dach, die Wallbox irgendwo im Carport oder im Keller und daraus ihr E-Auto fahren. Und damit sagen, ich bin raus aus dem Business, irgendwie Putin mitfinanzieren. Ich habe es jetzt selber in der Hand. Die Unternehmen wollen das machen, dass sie ihre leerstehenden Dächer volllegen mit Photovoltaik. Dafür gibt es aber verrückte Aufbürokratisierung durch die letzten 16 Jahre Bundesregierung im EEG, die es eigentlich komplett verunmöglichen. Und last but not least, gerade für die Wohnungswirtschaft braucht es endlich eine Klarheit, wie es mit dem Mieterstrom jetzt funktionieren kann, damit Klarheit herrscht über, so könnt ihr das machen, was ihr machen wollt. Also die Bereitschaft ist da, die Notwendigkeit umso größer und solche Vorreiter zu nutzen und dann die Brücken zu denen zu bauen, die dabei auch Geschäfte verlieren, glaube ich, ist das, was wir in dieser Zeit machen müssen. Wir sind einfach jetzt dran, in kürzester Zeit Lösungen zu präsentieren und nicht im Problem zu lamentieren. Dazu, Herr Richter, sonst kriegen Sie eine eigene Frage. Weil ja, wir haben, glaube ich, jetzt wirklich unglaublich viele Positionen, die Ihnen auch wichtig sind, jetzt hier wirklich innerhalb von einer Antwort angesprochen. Wir haben ja mit Frau Neubauer dazu einen total guten Dialog. Also manchmal würde ich mir eben wünschen, wir haben in Berlin einfach mehr NRW und weniger Berlin, als ja. Diese Förderentscheidung kam. Wir haben uns da auch sehr kurzfristig zu austauschen können. Und ich glaube, da ist der Druck auch an den Bund rüber transportiert worden. Ich glaube, das ist an den Beispielen deutlich geworden. Wir wollen. Wir wollen und wir können. Man muss uns nur lassen. Und die eine oder andere Diskussion, die da in Berlin eben geführt wird, wir empfinden sie als theoretisch. Also brauchen wir jetzt KfW-40-Standard? Ich meine, ich habe das Thema Baupreissteigerungen und Baustoffpreissteigerungen angesprochen. Es wäre irre zu sagen, nicht, wir drehen das noch weiter nach oben, wenn ich weiß, alles das, was wir da verbauen, wird eh nur noch teurer. Und ich kann mich noch an ein Bild erinnern mit dem letzten grünen Umweltminister Remmel. Da standen wir schon mit so einem Riesenplakat, nicht? Mieterbund war auch mit dabei. Mieterstrom jetzt. Wie lange ist das her? Nicht? Also wir können es, man muss uns aber am Ende eben auch mal lassen. So, ich würde gerne erstmal Sie grundsätzlich um etwas kürzere Antworten bitten, weil wir noch zwei Themenblöcke, ich glaube, einen schmeiße ich raus, Herr Richter, wenn Sie erlauben. Aber man brennt es gerade unheimlich unter den Nägeln zu dem Thema. Ja, das lasse ich auch zu, weil ich glaube, dass wir diesen ersten Bereich, den Klimabereich, gerade mit Ihnen auch ein bisschen größer, ausführlicher ausspielen können. Bitte schön, Herr Hummelsbeck, in Kürze bitte. Ganz in Kürze. Vielleicht schafft es ja die neue Landesregierung, welcher Couleur auch immer, die örtlichen Stadtwerke davon zu überzeugen, dass das Thema Quartiersstrom für sie eine Win-Win-Situation werden kann und nicht der geborene Feind ist. Das ist die allgemeine, ich sage es mal, Wahrnehmung, die wir in der Branche haben. Es gibt ganz wenige EVUs, die sagen, wir machen da mit. Die meisten ablehnende Haltung. Ich habe schon gesagt zum einem Vorstandsvorsitzenden, Ihnen geht es so wie den deutschen Banken beim PayPal-System. Als es dann sich durchgesetzt hat, hat man geschaut, ach, das hätten wir auch gerne gemacht. Also auch da appellieren Sie an die EVUs, die sind da völlig unbeweglich. Absolut. Die haben da keine Lust drauf. Gut, lassen wir das einmal kurzzeitig so stehen, denn wenn Sie gerade so aufnahmefähig sind für Vorschläge und Forderungen, stelle ich Ihnen jetzt Michael Flachmann vor, wenn ich ihn überhaupt vorstellen muss. Wir gehen auf die Margaretenhöhe in Essen, Margaretenhöhe, sicherlich eine der schönsten Wohngegenden mindestens Deutschlands. Und auch dieser Mann als Vorstand der Margarete Krupp Stiftung hat natürlich Wünsche, Ideen im Rahmen der Förderpolitik. Eine Minute und ich bitte um Aufmerksamkeit, der Mann zieht durch. Die Immobilienwirtschaft ist ein wesentlicher Baustein zur Erreichung der Klimaziele 2045. Damit dies gelingen kann, sind folgende Punkte erforderlich: Investitionszuschuss bei energetischen Maßnahmen durch staatliche Förderung, CO2-Bepreisung, Anpassung auf den Energiebedarf, damit der Eigentümer auch nur die Kosten zu tragen hat, die er verantwortet.
Denkmalschutz als Sonderregelung. Sie sind hier auf der Margaretenhöhe mit über 1000 Wohnungen im Denkmalschutz. Da ist eine Fassadendämmung nicht möglich, sondern da müssen Sonderregelungen gefunden werden. Und zu guter Letzt, die eigene dezentrale Stromerzeugung, wie zum Beispiel durch Photovoltaik, muss dem Gebäudeeigentümer, dem Wohnungsunternehmen, zugerechnet werden. Das sind die wesentlichen Punkte, dann gelingt auch die Energiewende. Tja, mögen Sie antworten? Ja, das ist interessant. Ich wohne auch im Denkmal, innen und außen, und habe einfach mal den Test gemacht vor drei Tagen. Habe meine entsprechende Sachbearbeiterin, zuständige Dame der unteren Denkmalschutzbehörde angefragt, Photovoltaik, ob es geht. Und da schrieb sie, es gibt gerade sehr, sehr viele Anfragen dieser Art. Ich bräuchte da etwas Geduld, aber es werde nicht mehr kategorisch abgelehnt. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, und dann kamen die Bedingungen, das waren irgendwie 12 Punkte gleich, vielleicht nochmal wirklich in Kürze zwei Sätze zu seinen Ideen, vielleicht auch zum Denkmal allgemein. Allgemein zum Denkmal, klar brauchen wir Denkmalschutz, aber jeweils, und ich finde die Idee, dass man sagt, das entscheiden dann vor Ort die Entscheidungsträgerinnen und Träger eben mit, wie das in einer Stadtentwicklungsplanung sich gut integrieren lässt, das eine zu machen und das andere nicht aufzugeben. Die Zusage zu den Investitionen, glaube ich, muss ich nicht nochmal wiederholen. Und die dritte Frage, die er angesprochen hat, weiß ich nicht mehr. Die vier, das war einmal CO2 pro... geht um die CO2-Bepreisung, die Bepreisung, das gerade aktuell diskutiert wird. Wo landet der CO2-Preis? Nach Gebäude. Beim Wohnungsunternehmen, beim Vermieter, oder wir plädieren eben für ein Modell, wo wir sagen, da wo die Wohnungswirtschaft sehr viel gemacht hat, finden wir es fair, dass es dann eigentlich aufs individuelle Verbrauchsverhalten ankommt und dass der Mieter mehrheitlich den CO2-Preis trägt. Da, wo Wohnungsbestände in einem schlechten Zustand sind, kann unsere Antwort nicht heißen, ja, dann zieh dir im Winter einen warmen Pullover an, um deine Heizkosten zu reduzieren. Da ist es Sache des Vermieters, gestuftes Modell. Ja, wir sagen, und so ist im Koalitionsvertrag geregelt auch, bei Neubau eine Drittelfinanzierung, ein Drittel staatliche Förderung, ein Drittel Eigentümer, Drittel Mieter, und bei den Sanierungen das 50-50-Modell. Ja, da sind wir nicht ganz so glücklich drüber. Ja. Ja, da werden die bestraft, die schon viel getan haben. Genau. Das ist einfach so. Also die Skalierbarkeit bei der CO2-Bepreisung ist im Übrigen auch eine klare Forderung der katholischen Wohnungsunternehmen, die schon ganz viel in die Bestände investiert haben, und über den GdW wurde das auch adressiert. Es kann nicht sein, dass die schon früh losgelaufen sind, sich um ihre Bestände wirklich aktiv kümmerten, dass die jetzt über eine einheitliche CO2-Bepreisung abgestraft werden. Also es sollen eher die unter Druck gesetzt werden, die bisher nichts getan haben. Und das sind ganz viele Kleineigentümer. Also die Kleinvermieter, die insbesondere über Haus- und Grundbesitzervereine organisiert sind, die auch an der Stelle am meisten Druck machen, dass da möglichst wenig beim Hauseigentümer bleibt. Also da bin ich auch völlig bei Herrn Richter. Die organisierte Wohnungswirtschaft, die heute hier vertreten ist, die hat schon viel gemacht. Die müssen noch mehr tun. Dann sollten sie auch nicht jetzt für Dinge mit bestraft werden, die andere liegen gelassen haben. Ja, mit. Der Punkt KfW Effizienzhaus 55, die Förderung 40 energetischer Sanierung, halten wir die Stimmung einfach mal direkt gleich oben, hat schon viel Unruhe ausgelöst, war schon mehrfach hier Thema, auch schon Unruhe ausgelöst, das haben wir gesagt. Es war natürlich nicht Ihre Entscheidung, trotzdem haben Sie ja vielleicht die Gelegenheit, ab dem 15. Mai spätestens, sich dazu auch hier landespolitisch zu verhalten, zu dieser Förderpolitik. Arndt Klocke, die Grünen, sagte schon auch im Gespräch mit dem Verband, er sei auch überrascht gewesen. Schauen wir mal nach vorne. Der Bedarf der Neugestaltung dieser Förderung sah er auch. Wie sehen Sie das? Was haben Sie vor? Ja, wir brauchen eine Neugestaltung dieser Förderung. Wir waren davon überrascht, aber das ist nicht die Frage, waren wir überrascht, und damit sagen wir eigentlich, die reden nicht mit uns. Das ist nicht die Botschaft, sondern die Botschaft ist ja, wie groß der Run auf das Programm war von der Großen Koalition, ja mit dem Ende 31.01. beschlossen. Mhm.
Und Habeck hat dann, ich rede hier Eulen nach Athen, Sie wissen es besser als ich, Habeck hat 8 Tage vorher beendet, weil einfach klar war, zu dem Zeitpunkt dachte man, ah, okay, alles, was jetzt in Gebäude geht, geht nicht mehr in andere Klimaschutzmaßnahmen, weil man jeden Euro irgendwie dann ja auch nur einmal ausgeben kann. Und so, deswegen wurde da die Reißleine gezogen, kommunikativ nicht gut gemacht. Das hat aber Robert Habeck ja auch die außerordentliche Fähigkeit, sowas zugeben zu können. Und dann eben dran zu arbeiten, es beim nächsten Mal besser zu machen, nicht nur kommunikativ, sondern auch sozusagen für in die Zukunft blickend. Und ich finde, das eine ist doch, dass wir entweder sagen, ja, wir hören jetzt zu, was die Wohnungsunternehmen uns aus der Praxis berichten, was sie an eigenen Vorhaben präsentieren, und begegnen erstmal mit einem Vertrauen, dass sie es gut meinen und dass sie Teil der Lösung werden wollen und nicht mit dem quasi mit den low-hanging fruits an Politik rantreten, weil es sonst ja echt ein bisschen kompliziert wird, sondern mit einem Vertrauen, dass das, was machbar ist, auch präsentiert wird und dass man dann sagt, okay, das müssen wir dann jetzt gemeinsam hinkriegen. Ich selber finde, dass in der Frage der Klimaneutralität, ich erwähnte den Faktor Zeit und die neue Realität, in der wir leben. Die Frage der, wie wird Wärme produziert, viel wichtiger zu beantworten ist, als wie verpacke ich, damit sozusagen der Wärmeeinsatz weniger wird. Also ich würde sagen, in diesem ganzen Vorhaben priorisieren, erstens, also da anfangen, wo die schlechtesten Standards sind, weil das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, vielleicht nehme ich jetzt ein Thema vorweg, aber es passt gerade. Die Frage, wer plant das eigentlich alles, wer genehmigt das alles und wer verbaut das dann eigentlich alles? Ne? Also neben den Rohstoffen gibt es auch eine wirklich um sich greifende, einen um sich greifenden Fachkräftemangel, ja, der natürlich auch alle Vorhaben total einschränkt. Also müssen wir priorisieren, deswegen die mit den schlechtesten Standards als erstes auch anreizen, dass dort Sanierung passiert. Und zweitens, ich würde sagen, die Befeuerung sozusagen klimaneutral hinzukriegen mit einer Priorität, als die Gebäudestandards sozusagen runterzuziehen. Ja, im Grunde sind wir da bei diesem Thema, wenn wir jetzt rausgearbeitet haben, gefördert, energetisch vernünftig zu bauen, das ist das eine, und das im ausreichenden Maße, das ist ja auch nochmal so ein Ding, welche Zielzahlen stellen wir uns da vor? Gut, klar, dann regelt das der Markt. Das ist einfache Volkswirtschaft, dann haben wir genügend Wohnungen für alle und das reguliert den Preis automatisch. Aber es ist ja am Ende dann doch so, dass diese Zahlen bei den Problemen, die wir jetzt hier haben, ob das jetzt Geld ist, Flächen, Fachkräfte, Material, Planungsverfahren und deren Länge, 400.000 Wohnungen in Deutschland, 100.000 fordert, wünscht sich die SPD. Wie sind Ihre Zielzahlen? Und vor allem, wie ist das umsetzbar? Naja, runtergerechnet, die 400.000 auf Bundesebene, runtergerechnet auf NRW, ergibt dann schon die 100.000 Wohnungen. Und wie machen wir es? Alle zusammenhelfen. Sauber. Wesentlich die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Bottleneck, wie man Neudeutsch dazu sagt. Also ich glaube, die Bereitschaft ist da, das Kapital dafür ist zu finden, auch sozusagen zu investieren in neue Wohnungen. Und dann wird es wesentlich darauf ankommen, dass in einer neuen Landesregierung unterstützt wird, was an Genehmigungserleichterungen auch jetzt durch den Bund für diese ganzen Planungsvorhaben kommen wird. Und das muss Politik leisten. Also Politik muss leisten, dass es auch in den Kommunen schnell geht, wenn man bauen will. Und ich glaube, auch die Frage, wo bauen wir die hin? Herr Richter hat es angesprochen vorher. Ja, also die Frage, wie kriegen wir Flächen zur Verfügung gestellt? Ja, also bleiben wir dabei, nach dem Bestbieter-Prinzip die Flächen zu vergeben? Nein. Sondern machen wir Konzeptvergaben, weil gerade die Wohnungsunternehmen aus dem VDW diejenigen sind, die ja in Konzeptvergaben eigentlich immer sozusagen einen Pokal nach Hause tragen können, weil das Angebot des Wohnens eines ist, was
die verantwortungsvolle Gestaltungsseite der Wohnungswirtschaft darstellt. Also glaube ich, über Konzeptvergaben kann man auch Flächen besser zuteilen oder besser managen, dass man als Bundesland sagt, auch nochmal zum Thema Flächen, wir müssen mit dem Bund reden über Brachflächen, über Flächen, die kontaminiert sind, dass die saniert werden und wieder zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Dass dafür der Bund aufkommt und nicht die Kommune, die sowieso kein Geld hat, weil sie in der Haushaltssicherung ist und eigentlich von lauter Lasten der Kassenkredite gar nichts mehr machen kann. Also klare Priorisierung Richtung Gemeinwohl und gemeinwohlorientiertes Wohnen. Und das bedeutet auch eine Priorisierung für die in Zugriff auf Flächen, wenn es darum geht, zu bauen und Wohnungen zu bauen, die in ihren quasi in ihren Unternehmen, Genossenschaften oder kirchlicher Trägerschaft oder öffentliche Wohnungsgesellschaften sind. Ja, Gemeinwohl, jetzt haben wir fast viel das Stichwort Gemeinnützigkeit. Gemeinwohlorientiert. Dann hätte ich allerdings einen Notarzt rufen müssen für Herrn Richter. Beflügelt das Ihre Fantasie? Können Sie sich die 100.000 jetzt auch vorstellen? Im Moment kann ich sie mir nicht vorstellen, aber das heißt ja nicht, dass man daran arbeiten kann. Also ich meine, Frau Neubauer hat die Probleme aufgerissen. Das ist die Frage, welche Antworten geben wir jetzt drauf? Also die Wohnungswirtschaft hat dazu Vorschläge gemacht. Wir hatten vor ein paar Wochen Wohnungsbautag in Berlin und ja klar, wir haben da ein paar Zweifel rausgehört. Also wir glauben eben, wir müssen nicht die Standards, wer weiß wie, verschärfen, sondern wir können einen wesentlichen Teil über die Energieerzeugung erreichen. Die Botschaft könnte man bei Herrn Habeck platzieren. Das Zweite, wir glauben, dass man die energetischen, die Klimaziele mit den sozialen verknüpfen kann. Wir haben so ein bisschen rausgehört, naja, für das eine Programm ist Frau Geiwitz, die neue Bundesbauministerin, zuständig, für das andere das Wirtschaftsministerium. Das muss verzahnt werden. Das Dritte, in der Tat, wir müssen schneller werden, wenn wir, jetzt erleben wir ja plötzlich, können wir in einem Jahr Flüssiggasterminals bauen und Brücken hier im Sauerland gehen offensichtlich jetzt auch schneller. Warum soll das nicht im Wohnungsbau gehen? Das sind alles Punkte. Wir stehen in einer Krisensituation und unsere Erwartungshaltung an die Politik ist, machen Sie die Wege frei an den Stellen, wo Sie eben schneller gehen können. Und dann können wir die Lösungen liefern. Ich finde, um hier auch im Raum an diesem dann doch überraschend warmen Frühlingstag noch ein bisschen Netzwerken möglich zu machen, würde ich hier enden wollen, Herr Richter. Schade, ne? Frau Neubauer ist enden. Sie kriegen aber Ihre Botschaft bestimmt noch auf vielen Veranstaltungen. Nee, ich finde es einfach angenehm hier. Ja, na, das ist ja, doch Sie jetzt können das. Sie kriegen mich. Ich arbeite beim Westdeutschen Rundfunk, so kriegen Sie mich nicht. Nee, das ist knallharte Moderation hier. Nein, aber absolut. Sie müssen doch mal Folgendes mitnehmen: einfach, wenn hier eine Wohnungswirtschaft sagt, ne, die sitzt, die sagt, wir sind uns vollkommen bewusst, Frau Neubauer von den Grünen, dass wir mit Ihnen immer ein bisschen vorsichtig sein müssen, ne? Weil Sie sind ja schließlich dann doch schon noch von den Grünen. Und trotzdem sitzen Sie alle in dieser Realität, in der wir alle leben seit dem 24. Februar. Und Sie sagen mir, wir kriegen das aber zusammen hin. Das ist das Wesentliche, was doch eine gute Botschaft ist und wo sozusagen Politik gefordert ist, aber auch genauso wie die Wohnungswirtschaft. Welchen Beitrag können Sie jetzt morgen ganz konkret in Ihren Unternehmen auslösen, dass Ihre Mieterinnen und Mieter weniger Energie verbrauchen und so weiter und so fort? Wie gesagt, ich habe hoffentlich zum Ausdruck gebracht, Sie können sich darauf verlassen, dass wir die Ziele nicht aus dem Blick verlieren als Grüne, nämlich die Klimaneutralität in Nordrhein-Westfalen 2040. Das ist nämlich möglich, aber dass der Weg dahin einer ist, der Pragmatismus braucht, weil die Zeiten die sind, in denen wir jetzt leben. Und weil es nichts hilft, dass wir so tun, als wäre es irgendwie anders, sondern dass wir mit dem real leben müssen, was da ist. Und dass die Wohnungswirtschaft sagt, wir werden weiterhin Teil der Lösung sein. Wir passen auf, dass die beiden Seiten der Medaille zusammenbleiben und man nicht das eine gegen das andere ausspielt, ist für mich wohltuend in diesen Zeiten. Das wollte ich nur gesagt haben. Das ist ein Schlusswort. Deswegen es angenehm ist. Herzlichen Dank, Frau Neubauer, Herr Hummelsbeck. Dankeschön, Herr Richter. Dankeschön. Ja.
Diese Runde gibt es auch gleich zum Nachschauen, also wenn Sie sie weiterleiten wollen bei YouTube oder Sie schauen vielleicht sogar gerade schon bei YouTube, dann kann es natürlich sein. Dann haben Sie auch die Veranstaltungen zuvor und danach auch hier vielleicht in dieser Playlist. Dann klicken Sie doch einfach mal weiter durch. Wenn Sie live wieder dabei sein wollen, am 8. April treffen wir den SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. Dankeschön für Ihr Interesse, für Ihre Zeit. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Besten Dank. Danke für die 100.